Ich bin heute mit dem E-Bike unterwegs und werde heute die schönsten Fotospots der Stadt Salzburg von oben erkunden. Davon gibt es nämlich einige. Maria Plein, der Mönchsberg und der Kapuzinerberg. Von hier aus hat man wunderschöne Aussichten auf die Stadt Salzburg. Zuerst geht es die Salzach entlang ans nördliche Ende der Stadt. Da hinter mir sieht man das Kraftwerk Solstufe Lehn. Man könnte ja fast sagen, dass da die saubere Energie herkommt, die ich heute für mein E-Bike nutze. Entlang der Salzach betreibt die Salzburg AG insgesamt 9 Laufkraftwerke. Sie erzeugen aus Wasserkraft Strom für unsere Haushalte. Das Wasserkraftwerk Solstufe Lehn dient seit seiner Fertigstellung 2013 außerdem als zusätzlicher Verbindungssteg der beiden Salzachufer für Fußgänger und Radfahrer. Ich bin schon auf der richtigen Salzachseite und biege dann ab nach Maria Plein. Da kommt man direkt am Heizkraftwerk Nord vorbei und das werde ich von oben auch noch mal sehen. Die Anhöhe nach Maria Plein ist mit dem E-Bike schnell bewältigbar. So, jetzt bin ich angekommen in Maria Plein. Jetzt muss ich mir nur mehr da heroben den besten Fotospot suchen. Die Wallfahrtskirche Maria Plein liegt schon in der Gemeinde Bergheim und ist ein richtiger Kraftplatz für viele Besucher. Besonders schön ist der Platz unter der etwa 100-jährigen Linde, die direkt neben der Basilika steht. Der Schatten des Baumes lädt zum Verweilen ein. Von ganz oben hat man aber gar nicht so den allerbesten Ausblick auf die Stadt, darum schaue ich jetzt noch ein Stückchen weiter runter. Am Kalvarienberg, etwas unterhalb der Basilika, rückt die Stadt schon etwas näher. Von da her oben sieht man jetzt auch die Heizkraftwerke, an denen ich vorher vorbeigefahren bin. Die sind von da aus zwar gar nicht so auffällig und eigentlich recht klar, aber man kann ganz gut die Route nachverfolgen, wo ich gefahren bin. Die Türme der Heizkraftwerke Mitte und Nord wurden bewusst grau gestrichen, sodass sie sich gut ins Stadtbild einfügen und farblich nicht zu sehr herausstechen. Wieder an den beiden Türmen vorbei und die Salzach entlang geht's jetzt weiter über den Müllnerhügel. Durch enge Gasserl und über Pflastersteine geht's für mich jetzt auf den Mönchsberg auf. Die Aussicht von da her oben ist auch schon ein Wahnsinn. Und ich fahre jetzt zu dem Fotospot, der wohl der beliebteste ist. Und zwar direkt am Mönchsberg. Von hier ist die Festung zum Greifen nahe und man hat einen schönen Blick über die Stadt. Maria Plein sieht man ebenfalls von hier aus. Und bei der Aussicht muss ich fast nur ein Selfie machen. Mein nächster und letzter Aussichtspunkt für heute liegt am Kapuzinerberg und der ist genau auf der anderen Seite. Der schnellste Weg nach unten wäre jetzt natürlich mit dem Mönchsbergaufzug in weniger als einer Minute, aber ich bin ja heute mit dem Radl unterwegs und darum werde ich einen anderen Weg finden. Einen Weg, der noch über den gesamten Rücken des Berges führt und einige schöne Aussichten bietet. Jetzt war der Wasservorrat doch schon ein bisschen knapp. Zum Glück gibt es in der Stadt Salzburg immer wieder mal so Trinkwasserbrunnen, wo man den Vorrat auffüllen kann. Insgesamt laden in der Altstadt 19 Brunnen mit glasklarem Salzburger Trinkwasser zum frischen Genuss ein. So wie der Löwenkopf-Mauerbrunnen hier an der Richterhöhe. Erfrischt geht's dann gleich wieder weiter. Und da fahrt man jetzt direkt unter der Festungsbahn durch. Am Dom vorbei, durch die Altstadt. Und dann wartet der größte Anstieg auf mich. Vorbei am Kapuzinerkloster. Also das ist auch mit E-Bike nicht ganz unanstrengend, weil da geht es schon ziemlich steil auf. Dann geht es weiter durch das Naherholungsgebiet. Hier merkt man gar nicht mehr, wie nah eigentlich die Stadt ist. Und wieder lädt ein Brunnen am Weg zum Erfrischen ein. Der Weg darauf zum Franziskenschlüssel war doch ziemlich steil und anstrengend, aber man wird wirklich belohnt, weil man hat da einen richtig weiten Ausblick, der noch dazu jetzt in so ein richtig schönes Abendlicht getaucht ist.